Beim Kinderschwabenball am 22. Oktober tanzen die Kinder in Deutschland-Trachten. Im Kulturzentrum Mihai Bobic fand die traditionelle Feierlichkeit der Saxader Valeria Diener Grundschule statt, an der Schüler und auch deren Familien teilnahmen. Die Schule blickt auf eine lange Geschichte der deutschen Nationalitätenkunde zurück, sowie die Erziehung und Traditionspflege, zu denen auch der jährliche Ball gehört. Im Leben unserer Schule spielt die Traditionspflege immer eine wichtige Rolle. Und dafür ist dieses Programm ein wunderschönes Beispiel, glaube ich. Also der Kinderschwabenball, das veranstalten wir schon das 30. Mal. So, das ist ein komplexes, traditionspflegendes Programm. Die Zuschauer können heute Nachmittag ein wirklich niveauvolles Programm ansehen. Die Tänzer unserer Schule treten vor. Außerdem können die Zuschauer deutsche Lieder anhören und deutsche Volksmusik anhören. Wir haben auch eingeladene Gäste und das sind die Jugendblasorchester aus Saxad und die kleinen Tänzer von dem Wunderland Kindergarten. Sie sind auch Gäste seit 10 Jahren schon. Außerdem tritt noch der Mondscheinchor auf. Sie sind auch eigentlich schon Stammgäste bei uns. Es gibt auch ein einzigartiges Programm und das ist der Trachtenschau. Die Lehrer und die Eltern haben eine ganz schöne Sammlung von ungarndeutschen Trachtenkleidern. Die sind eigentlich schon uralte, authentische Trachtenkleider und sie werden heute von unseren Schülern vorgestellt. Palnei Farkas, die Vorsitzende der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung in Saxad, erzählte, ihr sei es eine Ehre, die Schüler, Eltern und Großeltern bei dieser Jubiläumsfeier begrüßen zu dürfen. Én, mint az iskola volt igazgatója, hosszú múltra emlékszem vissza, és hosszú múltra tekint vissza a DNS Valéria általános iskolában a német nemzetiségi oktatás és nevelés, valamint a hagyományápolás. Úgyhogy a kezdetektől fogva részese voltam ennek az oktatásnak, nevelésnek, és amikor elkezdődött, akkor már tudtuk azt, hogy nem csak egy német nemzetiségi nyelv oktatásáról van szó, hanem a kultúráról, a hagyományápolásról, a tradíciónak a felelevenítéséről. Kezdetben még csak táncok, gyermekjátékok voltak, aztán később komolyabban kezdtünk foglalkozni a hagyományápolással. Természetesen akkor szülők is be tudtak még segíteni, hiszen éltek azok a nagyszülők, akik besegítettek nekünk ebbe a hagyományápolásba. Úgyhogy 30 évvel ezelőtt pedig kitaláltuk a hagyományápolásnak azt a módját, amely a gyermekschwabenballt jelenti, és ennek a gyermekschwabenballnak az a jelentősége, hogy itt bemutathatják a gyerekek azokat a tradíciókat, azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amelyet az iskola tud a gyerekeknek nyújtani, és a szülők megtekinthetik, hogy milyen eredményességgel végeztük ezt a munkát. Zu diesem Anlass backten die Eltern ungarndeutschen Gebäck, welcher im Marmorsaal bestaunt und erworben werden konnte. Der Kuchenbazar zeigte auch, dass nationale Traditionen nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie gewahrt und gepflegt werden. Außerdem stellten die Organisatoren ein Büchlein zusammen, in dem authentische ungarndeutsche Volkstrachten in Form von Fotos vorgestellt werden. Es enthält auch eine Sammlung von originaldeutschen und schwäbischen Rezepten.